Also natürlich kann man mal auf die Tränendrüse drücken. Honeyherz? Du bist wirklich Honeyherz. Willst du, dass ich auf dir reite? Was war das Besondere für dich an den Dreharbeiten? Generelle Team war eigentlich so liebenswert. Man kam jeden Tag ans Set und hat sich direkt gefreut. Man war direkt in der besseren Stimmung, hat sich auf den Tag, auf den Dreh gefreut, auf die neuen Szenen, die man für sich entdecken kann. Und es war super, super toll und hat den Dreh so viel spaßiger gemacht. Überhaupt das Arbeiten mit dem Pferd und da draufsteigen und das Reiten. Und ich hoffe auch, dass es einen zweiten Teil noch gibt. Und das Besondere waren die Tiere. Und wie war die Zusammenarbeit mit den Pferden für dich? Ich fand es super entspannend, super interessant auch mit anzusehen, weil alle Pferde am Set so toll trainiert waren, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das ging wirklich nur durch Körpersprache. Wurden sie dann von einem Ort zum anderen bewegt oder ihnen wurden Sachen mit Körpersprache vermittelt, die sie tun sollten. Und es hat dann halt wirklich sofort geklappt. Deswegen war es nicht anstrengend oder nicht nervig, sondern einfach nur super interessant mit anzusehen. Was magst du an deiner Rolle am liebsten? Ich glaube, dass Annie, bei ihr sieht man die Entwicklung vom Umzug bis hin dann zur Liebenswürdigkeit sehr stark. Und das finde ich ist sehr toll mit anzusehen und auch selbst zu spielen. Und es hat super viel Spaß gemacht, wenn man dadurch halt vielleicht auch Seiten in sich selbst entdeckt, die man vorher noch gar nicht kannte oder gar nicht wusste, dass man sie so rüberbringen kann. Ich hatte noch nie so viel mit Pferden zu tun. Das ist das Schönste an der Figur. Es war auch meine Bedingung, dass ich reiten darf. Ich habe das gelernt richtig in München, habe ich Reitstunden gehabt, weil ich zu der Zeit in München was anderes gedreht habe in der Vorbereitung für diesen Film. Das war so ein Crashkurs und die Reitlehrerin damals meinte, wow, das geht ja bei dir richtig fix. Und dann, als ich beim Drehen war, waren sie auch alle begeistert. Ich habe so Talent dafür. Und konntest du vorher reiten? Ich hatte schon Reiterfahrung, ja. Ich habe mit 4 Jahren angefangen zu reiten, hatte dann eine ziemlich lange Pause leider und jetzt durch den Film Ponyherz bin ich wieder zum Reiten gekommen, also habe jetzt wieder regelmäßiges Reittraining. Stell dir vor, du ziehst um, mitten aufs Land. Ich hasse dieses Kaff. Du kennst noch keinen. Suchst du dir bitte einen Platz? Neben Lorenz ist noch einer frei. Ich weiß, Anni, das ist alles nicht so einfach. Neue Schule, neues Zuhause, aber du darfst nicht gleich ausrasten. Frag nicht. Es war toll. Ich liebe es hier. Und deine Eltern sind total schräg. Wann kriege ich mein Pferd? Was? Papa hat gesagt, wenn wir umziehen, dann kriege ich ein Pferd. Also wir haben gesagt, wenn die Gärtnerei gut läuft, dann bekommst du ein Pferd. Ich soll von meinen Kindern fragen, wie überredet man seine Eltern zu einem eigenen Pferd? Also natürlich kann man mal auf die Tränendrüse drücken, wenn das dann wirklich ist. Oder man sagt ein paar Argumente, warum es vielleicht helfen würde, ein Pferd zu haben. Oder ja, einfach mit viel Liebe und vielleicht auch sogar mit entgegenkommen. Also mal Zimmer aufräumen, Wohnung aufräumen, sowas. Deine Figur, die Anni, die zieht ja um. Und da ist die Frage, hast du Tipps, wie Kinder sich am besten an eine neue Umgebung gewöhnen? Klar, Anni hatte keine leichte Zeit, sich vor allem in der Schule einzugewöhnen. Einfach dadurch, dass viel Schlechte in der Nähe auf sie zugekommen ist, viel Negatives. Und das macht das natürlich alles ein bisschen schwieriger für sie. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie auch wirklich positive Menschen in ihrem Umfeld hatte und positive Pferde natürlich auch, wie Ponyherz, kann ich, finde ich, immer das Positive, das Negative unterdrücken und ihr so die Chance geben, dass sie sich besser ein. Was deine Figur auch kann, als eigentlich Einzigste, ist einen kühlen Kopf bewahren und ganz ruhig und gelassen bleiben. Wie schaffen wir das denn im Alltag? Sind natürlich immer dann die Umstände auch. Also da spielt so viel mit, dass es eigentlich dafür kein Rezept gibt, außer wenn ihr Hilfe braucht. Und dann sagt es dem Nächsten, der da steht. Wir machen das viel zu wenig, zu sagen irgendwie, komm, hilf mir mal, nimm mir mal was ab. Man muss sich das trauen, weil alleine, boah, was für eine Arbeit. Was erzähle ich dir? Wie lernen wir eigentlich Vertrauen? Eine Vokabel, die für mich als Schauspieler auch immer wichtig ist, die zuhören können. Weil du musst immer wenn du dem Tier nicht zuhörst, hört es dir auch nicht zu, also baust du kein Vertrauen auf. Und das ist eigentlich in meinem Job als Schauspieler das Wichtigste, überhaupt auch zuhören zu können oder so. Weil nur so kannst du miteinander spielen. Und eigentlich ist das eine Vokabel, die eigentlich für alle zutrifft. Also auch für die Familie, die kann man wirklich, die wird viel zu wenig in den Vordergrund gestellt. Für mich steht die immer überm Bett geschrieben.
So, weil auch so würden ganz viele Konflikte gar nicht entstehen. Gibt's auch was, was du an deiner Rolle nicht magst? Ich finde, als Teenagerin ist es immer sehr schwierig zu sagen, so ja, ich raste nicht aus oder ich bin immer ganz lieb. So. Und deswegen ist es, wenn Anni dann mal aus ist, kann ich das natürlich verstehen. Aber es gibt dann so kleine Momente, wo man sich selbst natürlich denkt, so, oh, das war jetzt sehr krass. Was dann aber auch wieder Spaß macht zu spielen, als weil es man vielleicht von sich selbst nicht so kennt. We just get Entschuldigung, ich habe mich verfahren. In Groß-Hottendorf. Ja, Groß-Hottendorf. We just get one life.